Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix für die PlayStation 3. Und ja, wie angekündigt, die besten Traversen, das mehr oder weniger auf dem Weg zu Merlin, um halt ja, die nächste verlorene Seite einzusetzen. Spaß, wenn wir die Fuß so haben. Aber ich wollte vorher natürlich noch bei den Welpen vorbeischauen. Einfach mal ja, gucken, wie es denen geht, ob sie vielleicht eine Belohnung kamen. Auch wenn die eine Gummischub-Belohnung geben. Naja, vielleicht ändern die das ja noch. Aber ja, das läuft wie jetzt. Mein Begehr. Auf dem Weg vielleicht nochmal ein Level abbekommen, aber es ist auch nicht so wichtig. Ich hab schon mich darauf vorbereitet, mich zu beschweren. Hab ich noch ein Glück gehabt, die Hunde. Also die brauchen wir aktuell ja auch so Gummischiffteile, ne? Um bessere Gummischiffe bauen zu können, von daher. Würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Und Mithrilerz, das ist auch gut. Das ist kein Item, was mir jetzt direkt irgendwas bringt, aber es ist für die Zukunft. Sehr wichtig. Meine Güte. Ja, ne? Ja. Hinterklasse. Ah, ja. Ja, Äther auch wichtig, ne? Hier war ein weißes Trio-Tech, glaube ich, ne? Genau. Weiß und Gelb haben wir noch nicht. Ich glaube, am Anfang haben wir Rot, Grün und Blau. Haben wir alles schon, ne? Oder haben wir Blau? Oh, das Tagebuch. Ja, oh, gut. Ja, Atlantica, ich weiß. Fucking Ursula, ich komm ja noch. Meerschaum, Abschaum. Dirk Skellington. Sally, Ugibuki. Bürgermeister, Schrecken. Aber kommen einfach so viele Charaktere. Wenn wir schon aus Leute Dexmon lieben sind. Oh, Eule. Wobei, da sind da gar keine. Wobei, vergesst, was ich gesagt habe. Das sind da keine Fragezeichen über den Herzlosen. Wo dann direkt den, naja, so viele gibt es. Ist noch so ein bisschen. Ne? Rafunge, genau, die haben wir vorhin. Ja, doch, ne? Ja. Ich wollte in Triorix reinschauen. Ja, genau, die drei haben wir schon. Und Gelb und Weiß sind die, die noch fehlen. Gelb kriegen wir bei der Herkuleswelt. Weiß weiß ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, wo der Welt, die nach der Welt kommt, die wir jetzt besuchen könnten, neu. So, ich hätte gerne Besuch. Boah, kann ich mit dir reden? Habe ich jetzt irgendwas gefunden? Kann sein, dass man auch mit ihr erst reden muss, um diese Beschwörung hinzubekommen. Bibidi babidi boo. Dumbo. Bambi. Gut. Meine Güte, ey. Da habe ich es noch mal kurz stumm geschalten. Wo ist das Buch? Da hinten liegt das. Haben wir hier schon. Ich glaube, das müsste neu sein. Schön, dass mir das Spiel auch sagt, was Neues. So, ne? Ich bin begeistert auf jeden Fall. Aber hier waren wir noch nicht. Oder muss ich irgendwann 3 denken? Und die Mini-Crew-Welt, der seltsam ist. Pumpkins. Okay, die können alle, nicht, können alle keine deutsche Sprache, die keine englische Sprache ist. Das ist interessant. Ah ja, weil das ist recht angenehm hier. Ich erinnere mich.
Wenn man Kingdom Hearts 2 sind es auch erst richtige Minispiele, so, ne? Wobei, die Honigjagd da, naja. Also, Rabbits Haus ist wieder zurück, aber etwas fehlt noch. Huh, hat laut gerufen, aber das Haus lag, Rabbit ist nicht da. Das Haus lag, Rabbit ist nicht da. Dann ist Rabbit wohl nicht da, ne? Egal, dann gehe ich einfach mal rein. Wenn keiner da ist, dann wird mich doch keiner aufhalten, wenn ich reingehe. Ich hoffe, wir gehen bald zusammen Honig suchen. Puh, okay. Wer ist die Person mit dem Namen Niemand? Niemand, hast du Rabbit gesehen? Nein, es ist kein Rabbit hier. Niemand ist hier. Hallo Rabbit, puh, ist nicht stecken geblieben. Ah, oh, puh, was für eine angenehme Überraschung. Schön dich zu sehen, Ferkel, und... Ist das ein neuer Freund? Puh, tut mir leid, aber... Ich habe keinen Honig mehr. Der wird Honig finden. Puh. Du bist doch nicht gerade ein Top-Player, oder? Natürlich tut er das. Du kennst Puh. Ja, sorry, Rabbit. Einige unserer Lieblingsplätze sind auch verschwunden. Was sollen wir denn tun? Es gibt noch ein paar Orte, die verschwunden sind. Ah, wie schön. Okay. Naja, euch scheint es ja gut zu gehen, ich verschwinde. So. Irgendwie. Hilfe, jemand muss Puh helfen. Ach du Fettchen. Oh, was machen wir? Ah je, ich steck schon wieder fest. Kommst du hier dran? Das passiert nur, weil du immer so viel Honig isst. Wenn Puh nicht schlimmer wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir noch was tun können. Ja, ich weiß, was wir tun können, aber könnt ihr mir das doch bitte sagen? Ja, man kann einfach raufhauen. Ich hoffe, ihr sagt mir das. Also, wir müssen Gemüse auf ihn holen, so, ne, als Minispiel, aber. Kann ich einfach. Ja, das kann ich, okay. Soll ich das so machen? Ich mach das auf jeden Fall mal. Vielleicht brauchen wir jetzt irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen, ja, Gemüsefarben, wenn ich spiele, aber ich ziehe einfach mal alles raus anscheinend. Das sind ein paar schöne Sachen. Ich glaube nicht, dass wir das tun müssen, aber ich mach's. Wird auch ein bisschen ernüchternd ist, nur so zwei hier nebeneinander gehabt und danach nichts mehr. Was haben wir hier? Ba-ba-ba-ba. Potion, immerhin, ne? Auch Potions benutze ich noch. Und das, obwohl ich Vita habe. Aber merkt euch, Kohlköpfe sind das Elixier des Lebens. Als anderes nur ein Potion. Das kann
nicht sehen. Kann ich immer oben ziehen? Ne, ich kann gerade nicht mehr sehen. Ja, Spiel! Ja, ich will nicht zur Karte zurück. Ich möchte weiterspielen, so. Oder kann ich ihn erstmal an Seite ziehen? Ist das jetzt erstmal. Ich glaube nicht, dass Pooh so lange ist, oder ist das einfach nur so ein ganz kleines Loch? Keine Ahnung. Nein! Bisschen Karottensaft. Vor allem, wo ist er feststecken geblieben? Da kam Perke hierher und hat mich so gesagt, da haben wir ihn noch gar nicht gesehen. Es ergibt eigentlich keinen Sinn. Mein Karottenbeet. Ja, da habe ich noch nichts kaputt gemacht, keine Sorge. Oh nein. Oh no. Tiger und seine Freunde. Hey there, name's Tigger. T-I-double-G-R. That spells Tigger. Tigger. Well now, I don't think I've ever seen you before. Hello, Tigger. You've just bounced my new friend, Sora. Hey, Pooh. Say, you're looking mighty uncomfy today. Is that some new exercise? My bouncing around is a lot more fun. Why do you bounce around so much, Tigger? Why? 'Cause bouncing's what Tiggers do best! Speaking of which, my bouncing spot has gone and disappeared. So for now, this will be my new bouncing ground. Oh, Tiggers Korps ruiniert meine Karotten. Und wenn mir Pooh keinen Karottensaft geben würde. Oh, oh, Karottensaft. Hilfe. Ja, krieg ich hin. Oh, die Eule. So, du musst das Karottenbeet beschützen. Wenn Tiggers zweimal auf eine Karotte springt, versinkt sie. Einmal. Zweimal Arschloch. Das ist ganz einfach. Bleib bei den Karotten, bevor Tigger auf sie springt. Alles klar, 15 Karotten. Ja, danke, dass du mir eine Karotte weggenommen hast. Wobei. Ne, die ist noch da, die zählt noch dazu, tatsächlich. Also, ich hab doch keinen Sinn, wenn jetzt wieder da ist, so, ne? Naja, ist okay. Das kann man nur folgen, zum Schluss ein Blockkonto. Alles klar. Viel Glück. Carrots, verstehe. Na komm, jetzt ist der eine Karotte wieder da. Warum auch immer. Na, verstehe. Tigger schon ein richtiger Hurensohn, ne? Arschloch. Ey! Ey! Ich hasse dich. Ja, voll genutzt, funktioniert noch nicht. Du musst Ticker halt. Ich krieg einfach Punkte für die Kopfsprünge und nicht für die gerettenden Karotten, ne? Da gibt wahrscheinlich Bonuspunkte, ne? Und am Ende. Das ist echt kein gutes Minispiel, so. Das reicht doch, oder? Komm, sag, dass das reicht. 11 Karotten gerettet, Punkt schon 88, schönes Teil. Ja, 11 Karotten ist auch gut. Hey, you kept up pretty good there, Sora. Arschloch. Especially for a non-Tigger. Let's have another go. Da
Danke vielmals. Hätte ich mal besser Karotten gehabt. Okay, mach doch, ich warte auf dich. Dort reingehen. Ich geh mal rein. Damit du quasi außerhalb der Szene alles machen kannst. Ah, was für ein Tag. Ich hab Karottensaft gegeben. Ich muss mich noch herausdrücken. Ein kleiner Schub sollte genügen. Alles klar. Dann töten wir ihn jetzt. Oh no. Erst mal ein Gemüsebeet, dann noch das. Father, oh, where am I? It's ever so dark in here. Well, it isn't so bad, I suppose. There is plenty of honey. Ja, danke schön. Der Baum. Ich hab gerade, ob immer was Neues ist, so, ne? Das nicht neu. Ja, da haben wir angefangen. Ist das nicht auch neu? Die Schaukel auf dem Baum, da waren wir auch noch nicht. Nee, ist auch neu. Also wäre schon, wenn mir das Spiel so, keine Ahnung, zeigen würde, ne? Schon mal Puder treibt, aber es müsste tatsächlich auch immer nach und nach immer erscheinen. Jetzt mal leider dürfen wir auch nichts verpassen. Sonst bin ich Spiel wie Schmutz übrigens. Das sieht aus wie Ia. Hallo Ia, falls du das bist. Ba, 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 ba. Hallo Puh, ja, ich bin's. Kannst du mich rausziehen, weil es nicht so viele Umstände macht? Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Ach ja. Mach nicht den Max. Was ist hier los? Na gerne doch hier. Ich muss auf ihr rausspringen, so, keine Ahnung, ich guck mich mal ein bisschen um. Oh nein. Also wir müssen irgendwie hier Puh lotsen, aber an diesen Eimern vorbei. Irgendwas klingelt da bei mir. Wir gucken uns mal ein bisschen um. War hier irgendwie eine Truhe? Ja, gut gemacht. Ja, hier ist eine Schaukel. Da gibt es ein richtig nerviges Minispiel. Komm Puh. Lass mal was machen. Ah, okay. Danke, Puh. Danke, andere Person. Ich kann, als der Rumtrieb kam, es nicht so, als würde mir etwas fehlen. Und es fehlt mir immer noch. Ihr Schwanz ist weg. Den habe ich gerade gesehen. Fucking Eule. Von oben abseht, ja, verstehe. Diese Schaukel da oben, bring Puh dahin. Du bist etwas zu groß für die Schaukel, aber Puh passt genau drauf. Aber ich hab ihn halt gesehen, so, ne? Hier ist ihr Schwanz, so, ne? Puh, komm mit. Ich muss mit dir reden. Okay. Komm her. Mal kurz mal ein bisschen den Weg abchecken. Wird immer schon im Honig. Glaube ich auch egal, wenn wir Honig. Honig laufen, dann frisst das halt kurz, dann folgt er uns trotzdem weiter, also von daher. Also es ist halt auch nicht das Minispiel so, ne?
kommt doch einfach geradeaus so, ne? Nicht mal einmal so um den Berg rum, nur einfach geradeaus hier hoch. Komm mit, Pooh. Ich finde, das ist noch eine ganze Folge damit, ne? Ich bin begeistert. Genau. Drücke 1 und schubst Pooh an und Eule gibt uns sogar einen Rhythmus an. Also, ich darf nicht. Jetzt kommt der nächste Schritt. Drücke 1, bevor Pooh nach unten ankommt. Ich helfe dir beim Timing, alles klar. Genau, immer wenn er schwingt, dann halt. Und hast du was gesehen? Aber ich muss jetzt nochmal hochlotsen. Ich glaube, ich bin so hoch geflogen. Gute Idee. Ia zählt auf dich. Das ist wieder zu weit. Er muss halt auf Ias Haus raufklicken, nur wenn wir den Schwanz bekommen, ne? Ich denke mal, das ist soweit klar. Und ich denke mal, ich kann halt auch nicht viel machen, so, ne? Soll ich jetzt einfach schlechter drücken? Vielleicht sogar. Oh, wer weiß, dass du hochgeflogen bist. Gib Pooh mehr Honig, wenn er müde wird. Was? Verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, ich kann nichts anderes machen, als es halt richtig zu machen. Meine Güte, warum muss ich denn da immer hinlaufen? Mann, ich hasse die Winnie-Pooh-Welt, so furchtbar, ey. Hi, Penner. Ja, ich weiß. Der fliegt halt nicht so hoch. Oder orientiere ich mich falsch an dem Rhythmus? Ich drücke jetzt schon so ein bisschen früher. Das sieht gut aus. Ich bin einfach richtig T-Posen runtergefallen. Der kommt mir bekannt vor. Wie gefällt er dir? Na? Wie neu? Es ist kein besonderer Schwanz, aber er gehört mir. Vielen Dank allerseits. Oder sie doch kein Minispiel, was jetzt weiterspielen muss. Keine Ahnung. Kann man sich später drüber Gedanken machen. Gibt auch immer noch das Tarzan-Minispiel, ne?
Die Kraft der Zeit. Stopp hat sich Stoppradentwickel. Das ist jetzt gut. Hier ist noch zu. Da ist noch zu. Da war der Honigbaum. Da hat alles angefangen. Ja, gut. Wir haben alles. Es gibt wahrscheinlich noch zwei verlorene Seiten, wie ich das sehe. Muss mal gucken. Was will ich gucken? Ja, Tagebuch. Rekorde. Ja, hier gibt es irgendwie so Rekorde. Pur Schaukel. Reden zu Lims. Ja, ja. Ja, werden wir mal schauen, ob wir so tun müssen und so weiter und so fort. Das haben wir ja noch IA, glaube ich, bekommen. Ah, Tega und Rabbit natürlich auch, klar. Wen denn noch? Ah, Bambi und Dumbo, klar. Ein kleines Rehkitz, Sohn des Königs des Waldes. Er hört auf Soras Rufe und eilt ihm zu Hilfe, wenn er gebraucht wird. Er springt um Sora herum, verteilt nur diese Items. Seine MP-Leiste fühlt sich mit jedem geschlagenen Gegner abhängig vom Kampfort. Ändern sich seine Items. Genau, halt einfach, er erhöht die Item-Wahrscheinlichkeit der, ja, die Item-Drop-Wahrscheinlichkeit von Gegnern. Und er füllt es auch die ganze Zeit mit MP. Wir müssen aber höchstens auch Gegner töten, ansonsten bringt das nicht so viel. Das ist halt MVP und Dumbo haben wir ja auch noch. Vor allem, weil Bambi halt immer wieder uns RP gibt, ne? Wenn Sora ihn ruft, fliegt er herbei und hilft. Mit der Kreistasse steigt Dumbo hoch und die Luft wird viereck wieder verliert in Höhe. Verstehe ich nicht. Entscheidet irgendwie ein Angriff, so. Naja, gut. Speichern wir mal ab. Haben wir dann noch die 15 Stunden-Trophäe verkackt, aber wenn wir die 100 Stunden überschreiten, fängt der Counter wieder bei 0 an, das heißt, dann könnten wir noch die Trophäe bekommen. Wo geht's raus? Hier, ne? Jetzt habe ich mal Stopp erhöht, ne? Ist doch nett. I guess, ich benutze Stopp nie. Außer für den Stoppmeister. Na gut, über zwei verlorene Seiten. Ich habe also halt so ein paar Seiten noch aus Teil 2 in Erinnerung, ne? Von daher vermischt sich das halt irgendwie leider. Verlassen wir den ganzen Spaß einfach mal. Wir haben noch ein kurz bisschen Zeit. Ich will einfach nochmal die letzten paar Minuten kurz nochmal im Wunderland verbringen wollen. Jetzt keine große Erkundung, keine Sorge. Weil wir erst einige Stellen noch ganz erkundet haben in der Welt, ne? Aber ja, keine große Erkundung, wie gesagt, nur mal kurz was überprüfen. Und dann gleich einen Schluck Wasser trinken, wenn die Folge vorbei ist. Ich freue mich schon drauf. Was kann ich nämlich hier hochspringen, so? Noch Welpen, nett. Gut, aber. Oh! 100 Schatztruhen, cool! Das war natürlich geplant. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz zum Beginn der Welt, weil da vielleicht was ist. Vielleicht auch später so, aber da ist auf jeden Fall ein grünes Trio-Tag meines Wissens nach und das können wir halt holen, ne? Können wir mal Bambi rufen. Aber keine Sorge, den werdet ihr noch sehr, sehr oft sehen. Immer dann, wenn es dann wirklich Items, vor allem seltene Items abhaben will, dann kommt der Gute. Da kommen noch Gegner, so. Ja, die ganze Zeit diese MP-Drops, die sind halt geil. So, Aether, auch gut. Ja, schon Aether unterkriegen wir natürlich auch. Können wir da auch so ein bisschen farmen. Oh, da sind die beiden Lümmel wieder. Naja, war mich die MP-Leiste ist halt leer gegangen. So, Gegner? Natürlich. Na komm her. Oh, fuck. Ihr habt's gesehen, ne? Da war auch ein Trio-Tag. Warte, da musst du mich nochmal kurz kleiner machen.
Komm. Was steckt im Kamin drin, Leute? Sag mal. Hier war eine Truhe. Mit Mithrilerz. So, hoch da. Ich kann auch schon springen. Trink die Pulle leer, Sora. So, tschüss. Dumme Welt. Ja, das ist der Gegner. Genau. Weg mit euch. Noch nicht stark, ne, wie ihr sehen könnt. Den gab's die damals nicht in der Welt, glaube ich. Den dicken, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Na, guck mal. Hier direkt. Deswegen weiß ich hier. Mega Potion. Naja, gut. Und ein Triotech. Aber Leute, das wär's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und hätten Ursula. Bis zum nächsten Mal. Ciao.